Hallihallo und willkommen zu einer neuen Comic-Kritik, diesmal mit Dr. Doom Iron Man. Ja. Autor ist Brian Michael Bendis und Zeichner Alex Maleev. Und ich will schon mal am Anfang sagen, ich finde das einfach Hammer. Das ist auch so gut funktioniert einfach, dass Brian Michael Bendis halt alles von Iron Man aktuell schreibt. Irgendwie, der schreibt die normale Iron Man-Reihe, der schreibt das mit Riri, jetzt schreibt, hat er sogar das mit Dr. Doom hier geschrieben. Und das passt auch sehr gut, weil, ja, das ist halt alles miteinander ja verbunden, es hat da miteinander ja zu tun. Und dann ist es ja eigentlich ja nur logisch, dass ein Auto da hängt, weil so macht das ja auch wesentlich mehr Spaß. Aber das ist leider nicht oft der Fall, aber darum ein großes Lob daran, da schon mal am Anfang jetzt so, dass Brian Michael Bendis, ja, alles daran schreibt. Und ich fand bis jetzt alles von Iron Man gut und auch Dr. Doom. Ja, erstmal will ich, ja, das Cover sieht einfach schon mal cool aus. Ich finde auch generell dieser Dr. Doom, also dieser ist ja also angezogen wie so ein Iron Man, halt so ein grauer und dann halt mit seinem grünen Mantel, mit seiner Kapuze halt. Und ich finde das so cool. Also ich muss sagen, ich bin nicht der größte Dr. Doom-Fan. Das muss man einfach mal so sagen. Das sieht aber größtenteils auch an den Filmen, da ich ihn kennengelernt habe in den Filmen und ihn da noch nicht so dolle fand. Und da hat man ein paar Sachen gelesen, aber er ist jetzt in meinen Augen irgendwie kein Thanos oder Ultron oder geschweige denn Joker oder sowas. Ja, brauchen wir gar nicht erst anfangen. Aber trotzdem, hier macht der richtig Spaß und ich finde das auch richtig cool, was Brian Michael Bendis gerade mit ihm macht, dass er halt ihn ja praktisch zurückgeholt hat bei den ersten Iron Man Comics und dann halt einfach ihn gut gemacht hat, sagen wir mal so einfach. Und ja, hier geht's halt jetzt weiter mit dem Untertitel Rollentausch. Und ja, hier drin ist dann Infamous Iron Man, nennt er sich jetzt hier, 1 bis 6. Und ja, die Zeichnungen erstmal. Ja, die Zeichnungen sind bedauerlicherweise nicht auf David Marquis oder, warte, ich muss mal gucken, Deator Junior Niveau ist eher niedriger. Trotzdem kriegen sie es hin, coole Covers zum Beispiel hier hinzubekommen oder auch andere coole Bilder, wo man trotzdem gut bemerkt, wie cool Dr. Doom aussieht, jetzt so als Iron Man. Aber die Zeichnung insgesamt ist dann doch eher schwach im Gegensatz zu den anderen, auch bei Iron Man Sonderband 1 mit Fury. Da waren die Zeichnungen auch besser. So ist das leider. Kann halt nicht alles immer so gut sein. Trotzdem ist die Zeichnung jetzt nicht grottenschlecht. Kann man immer noch was gut damit machen. Ja, wir haben jetzt ja, wie schon gesagt, Dr. Doom als Iron Man. Wir haben jetzt am Anfang erstmal so eine Art Treffen von solchen Schurken wie der weiblichen Loki, Emma Frost, Namor und so weiter. Und man sieht so ein bisschen was von der Vergangenheit von Dr. Doom. Und ja, der ist dann praktisch erstmal so auf eine Art ja, Kreuzzug, um alte Bekannte, die halt Schurken sind, irgendwie unschädlich zu machen. Und dann haben wir auch die Verbindung zwischen Victor und Amara. Amara haben wir ja in Iron Man kennengelernt. Das ist ja praktisch Tonys Freundin gewesen. Aber durch die Silver-Vorkommnisse jetzt ja, steht sie jetzt alleine erstmal da. Und ja, Victor übernimmt halt praktisch jetzt erstmal so eine Art Bekanntenrolle. Sie sind jetzt nicht zusammen, das war eigentlich so zuerst mein erster Gedanke, dass sie jetzt so irgendwie so zusammenkommen. Aber es passiert nicht. Es ist halt einfach so, sie kennen sich. Und ja, Victor bereut das auch ein bisschen alles, weil er damit sie damit halt in Gefahr bringt. Denn Ben Grimm ist hinter ihm her, denn nicht jeder glaubt natürlich, dass Victor jetzt gut werden möchte. Und Ben hat sich halt jetzt gerade S.H.I.E.L.D. angeschlossen, nachdem er ja die Guardians verlassen hat. Tony hat sich ja als eine Art Hologramm jetzt hier manifestiert. Und ja, dann bekommen wir halt hier schon Victor in seiner neuen Iron Man-Rüstung, die er anscheinend selber gemacht hat. Und wir bekommen jetzt hier plötzlich so eine Hexe, so eine, ja, ich nenne es einfach Hexe, nichts anderes, einfach Hexe nennen. Und ja, dann haben wir halt weitere Kämpfe, weitere Aufträge. Doom kommt nach Latveria, wo er bemerkt, dass die, also na gut, nicht bemerkt, sondern sich endlich darum kümmert, wie es da jetzt gerade läuft, weil seitdem er nicht mehr da ist, ja,
läuft das halt, da läuft da alles irgendwie Amok und alles total Chaos. Und ja, dann haben wir die ganze Zeit irgendwelche Zwischendinge zwischen Amara und Victor, dass sie sich ein bisschen halt befreunden, aber es kommt dann zu Problemen mit Ben Grimm und so weiter. Und dann bekommen wir auch nach und nach mit, wer diese Hexe ist, was ich jetzt nicht unbedingt spoilern möchte. Wir sehen auch hier Dr. Doom in Battleworld, wie er halt da auch damit umgeht, dass er halt erklärt, dass er mal Gott war praktisch, aber ihn das halt nicht wirklich, ja, irgendwie im Großen und Ganzen hat ihm das nicht wirklich was gebracht. Und er versucht jetzt halt, ja, besser zu werden. Sagen wir mal einfach ganz, ganz klar, einfach besser zu werden. Und ja, im Großen und Ganzen ist das wirklich ein cooler neuer Dr. Doom. Und ich finde den einfach, wie schon gesagt am Anfang, richtig cool. Ja, die Story hier ist auch gut, jetzt nicht wie Iron Man oder so, ist halt ein bisschen schwächer, aber trotzdem für so einen Anfang erstmal ganz gut und so weiter, und ich werde dranbleiben, ist echt unterhaltsam und ich finde diesen Dr. Doom echt cool. Ich glaube, das habe ich jetzt genug gesagt. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diesen neuen Iron Man Dr. Doom findet und wie ihr auch das Comic findet. Und ja, dann war's das mit dieser Kritik. Bis zum nächsten Mal. Ciao.